Ein Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Weilchen im LS 19 mit dem Ostrand TV. Moin Moin. Und mit dem Mio, mit dem Janky Gamer. AK Roboter. AK Roboter. Aber in meinem OBS hört sich das nicht so an. Ganz komisch. So, wie sieht es hier eigentlich aus mit unserem Platz? Leute, die Mission für unser Silo besser machen ist gescheitert, weil ich wollte mein Silo gerade machen, aber ja, irgendwie kommt das immer wie holperiger. Perfekt. Na, hab ich doch meine Arbeit gut gemacht, oder nicht? Ja, doch. Ja, genau, das ist aber gut dann. Ja, jetzt hab ich. Jetzt bin ich stecken geblieben mit dem Radler. Ah ja. Ja. Go. Gut, müssen wir halt anders machen. Abtragen, polieren, Leute. So ist das Sprichwort. Ah ja. Du was selber erfunden hast, ne? Okay. Ach, 26% schon verdichtet. Was will man mehr? 100%. Muss ja noch nicht sein, also. Der letzte Ladewagen ist noch nicht laufen. Man will mehr. Man will nicht immer die ganze Zeit stecken blieben. Ah ja, das ist Deutsch auf jeden Fall. Habt ihr noch nicht gehört, das australische Deutsch? Der Gipfel müssen wir noch weg haben. Dann bin ich haushoch nicht zufrieden. Ah. Oh, hier geht's runter. Hier ist ein Berg. Liter haben wir schon in unserem Silo drin. Ja. Oh, der macht seine Sache. Wir machen eine komplette Runde nicht falsch. Nein, stimmt nicht. Ja, guck, was der Preis so. Wir haben aber 4.500 Liter im Lager von Leizen. Ah ja. Hast du gehört? Leizen. Ja, Leizen. Gar nicht schlecht. Boah, komm, machen zwei Felder Raps und zwei Felder Weizen. Bis zum nächsten Aufnahmetermin habe ich schon wieder vergessen. Das ist andere, ja. Ich guck dann. Ah, der Fan steht mit der Saatmaschine. Was wollte ich machen? Hallo, bleibst du stehen. Ah.
Also ein Frontgewicht würde nicht schaden, dem Fan. Ich hab schon eins, aber das ist ein bisschen zu klein. Egal, besser als keins. Das stimmt, ja. Ja. Sehr schön. Alter, war deutsch, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Wisst ihr was? Die zwei hier oben machen wir mit Weizen. Ja, das war genau das, was ich wollte. Nicht. Ach, das ist der Chat. Warum ist der Chat auf G? Ah nee, der Chat ist nicht auf G. Okay. Der Chat ist auf T. Warum denn ich auf G? Ach. Egal. Ich war heute in einem Berg. Vielleicht die Schweizer unter euch kennt den Berg, Engelberg. Der ist nicht der größte, Leute, also 2000 etwas über 2000 Meter hoch. War ich mit unseren ganzen Familie, waren wir schlitteln. Aber schön. An Silvester, da konnten wir Schlitten fahren und da sind wir Schlitten gefahren. Aber jetzt, wie kann ich nicht mehr da? Also, nee. Bei uns jetzt im Flachland liegt auch kein Schnee mehr. Aber in den Bergen natürlich. Au. Nur, dass unser Schlitten ein bisschen schwerer war wie deiner. Ah ja. Ein bisschen größer war. Also eine Motor auf dem Auto. Ah. hört sich spannend an. Ja, war auch lustig. Hallo. Nein. Was hast du denn? Da war ein Abhang. Der hat zu spät gesehen. Mann, dummer Baum. Kann es sein, dass irgendwie automatischer Motorstart irgendwie an ist oder aus ist oder so? Weil mein Schlepper geht sofort aus, weil ich aussteige. Meiner irgendwie auch. Keine Ahnung. Was hast du schon wieder für einen Mod mit drauf genommen? Ich hab gar nichts drauf genommen. So. Wie denn? Ich war im Urlaub. Ja, ich war im Urlaub. Ja, ich auch, Junge. Oh, Mensch. Im Urlaub hast du aber PC. Stimmt doch gar nicht. Nee. Vom 26. bis zum 3. war ich nicht am PC. Nein. Doch. Warum denn auch? Das war schon öfters. Ja. Ich hab die Drille nicht angehabt. Bin gefahren, aber eine Leerfahrt. Ich hatte die Drille nicht an. Sehr schön. Was will denn mehr, ne? Guck jetzt, richtige, Landwirtschaftsvideos und deshalb weiß ich jetzt, eine Saatmaschine heißt eigentlich Drille.
Alter, ich hab so lange gebraucht. Was soll denn das? Egal. Also, LS-Videos gucke ich fast keine mehr. Muss man ganz ehrlich sagen. Von einem YouTuber noch, XYZ, gucke ich noch LS-Videos teilweise, aber das sind halt Real-Projekte, deshalb interessieren sie mir noch. Und sonst eigentlich nichts mehr von LS. Natürlich auch manchmal Mod-Vorstellungen gucke ich mir an. Damit finde ich manchmal coole Mods. Aber das ist wirklich sehr selten. Und eben echte Landwirtschaft-Videos gucke ich mir an. Das ist halt schon interessant. Das ist ja kein Gaming-Kanal, also deshalb darf ich den, glaube ich, erwähnen. Vielleicht kennst du den, Ozzy. Ist sie was von ihm? Also, ja, kenne ich. Der ist mega, was der in den Vlog raushaut. Das ganze letzte Wochenende war ich dabei, seine Videos nachträglich zu wiederholen, anzugucken. Also ich war weit hinten drinne und musste die aufholen und muss sagen, wirklich, der Junge macht coole Videos. Soll ich von dem jetzt auch in die Map wieder rauskommen? Ja, das ist also. Ja, sollte. Ja. Aber wann? Weiß ich nicht. Ich sag's wirklich in jedem Projekt, wie die Map draußen ist, mache ich da ein Projekt da drauf. Wir können auch gerne eins zusammen machen drauf. Aber das werden wir gucken, wenn sie da ist. Mal jetzt keine vorsichtigen Schlüsse ziehen. Sehr schön. Oh, scheiße, da unten. Ich hatte von einem Timo Weber einen Kommentar unter meinem Video, keine Ahnung unter welches, hat er geschrieben so, ja nice, das machst du mit Ozzy wieder, Multiplayer-Projekte, kommt da noch ein zweites? Hab ich gesagt, aktuell nicht in Planung, aber keine Ahnung, wo noch es hinführt. Da müssen wir mal schauen. Wenn wir gucken. Ja. Lass mal wieder die Freundin. Was? Lass mal wieder deine Freundin. Nee, diesmal nicht. Diesmal war's. Achso, mein kleines. Tschüssi. Wisst ihr, Leute, ich hab keine Ahnung warum, ich hab einen japanischen Film mal geguckt und dann hab ich gesehen, dass Shishi Dankeschön heißt. Ja. Keine Ahnung warum. Der war cool, Alter. Was jetzt auch mal, wenn ich Filme schaue auf Netflix oder sowas, der war immer auf Chinesisch oder Japanisch. Nee, da war nur so ein Stück Japanisch. Das ist okay. Da hat die Kuh gesagt, Shishi. Also die Drille macht eine sehr gute Arbeit, Alter. Die aus dem Alpin DLC. Und wie ist dein Fazit? Lohnt sich das Alpin DLC oder nicht? Deiner Meinung? Das ist schwere Fragen. Eigentlich schon mal die Fahrzeuge richtig cool sind, wenn du so rechnest, das ist das einzig günstige DLC. Ja, es ist halt wirklich, das habe ich mir auch schon nachgedacht. Du hast ja die Fahrzeuge, wo mir wirklich vieles davon gefällt, wie jetzt zum Beispiel die Drille da, wirklich sehr schön. Der Ladewagen, die Ladewagen allgemein, sehr schön. Und generell auch die Fahrzeuge. Die Traktoren auch sehr, sehr schön und die restlichen Geräte natürlich auch. Und nein, 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 oh,
Alter, bin ich sein Verbroter, Digga. Ich fiel fast ein scheiß unter. Ja. Also anderes, die Mods kannst du eh teilweise schon alle runterladen eigentlich. Also die Geräte. Ja, das ist halt so. Ich glaube, da wo wir schwerer ist bei den Träger. Wird es ein bisschen schwerer. Aber auf jeden Fall, die Anbaugeräte sollte man eigentlich überall finden. Das ist klar. Ich muss aber dazu sagen, Leute, ich habe die Karte nicht viel gespielt. Also offscreen schon ein paar Stunden drauf gehabt. Auf YouTube ja nur 5 Folgen. Es hat damit zu tun, es ist eine ganz schöne Karte. Ich glaube, Ozzy, Leute, jetzt von meiner Community, wenn ihr die Karte feiert und die wollt ihr weitersehen, unten ist natürlich der Link von Ozzys Kanal, könnt ihr vorbeischauen gehen. Er hat da ein paar Videos mehr gebracht. Ich weiß jetzt nicht, ob bringt er noch weitere Videos, aber auf jeden Fall ein paar mehr sich und da könnt ihr gerne gucken gehen. Ich finde jetzt die Map allein wirklich sehr, sehr schön. Ja. Mit den Gebirgen und so. Wirklich sehr, sehr schön. Das stimmt. Und deshalb, Leute, ich habe Ozzy nicht gefragt oder so. Das wäre so eine Lüge. Aber am Anfang, wo hatten wir das Multiplayer-Projekt? Also ich muss euch ganz ehrlich auch dazu sagen, wir haben das Multiplayer-Projekt gedacht, wir machen eins. Ein Tag später haben wir schon die Vorbereitungen gekehrt. Das geht bei uns fix. Stimmt, ja. Und danach habe ich mir gedacht, ja, soll ich es jetzt vorschlagen, aber nein, Ozzy hat ja ein Projekt da drauf gemacht, auf der Erlen grad den Multiplayer weiterlaufen lassen. Aber Ozzy hat ja ein Projekt da drauf gemacht, weiß ja nicht, ich glaube immer noch, oder nicht? Nee, ist beendet. Ah, ist beendet, Entschuldigung. Ist beendet. Aber Leute, wäre auch doof, wenn einer das Singleplayer-Projekt da drauf hat, noch ein Multiplayer-Projekt da drauf macht. Lohnt sich jetzt für mich jetzt persönlich nicht. Nee, ist doof. Ist doof. Ja. Und ich muss aber sagen, die Map hast du sicherlich jetzt auch gesehen, also ja, du mehr als ich, dass sie wirklich schön ist. Aber was aussieht, die Folge ist ja vorbei. Das hatte es nicht im Blickwinkel. So, so, so. Ja, schon. Och nö, Junge. Och nö, ich wusste es ganz genau. Leute, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Abo da lassen und unbedingt zum nächsten Mal vorbeischauen und natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt Ostrand TV, geht da vorbei, ist ein cooler Gaut. abonniert da mal bitte und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, tschüss und ciao, ciao. Ciao.